Eine Siebenjährige kommt mit ihrem ersten Zeugnis von der Schule nach Hause. Es ist voller schlechter Noten. Ihr Vater beugt sich über ihre Schulter, um einen Blick auf die akademische Horrorshow zu werfen. Da dreht sich das Mädchen um und fragt: Na, was meinst du, Papa? Veranlagung oder Umwelt? Vor Jahrhunderten waren John Locke und einige andere der Meinung, dass unsere Persönlichkeit hauptsächlich durch die Umwelt und die Umstände, in der wir aufwachsen, geprägt wird. Andere, wie zum Beispiel Charles Darwin, glaubten, dass wir weitgehend genetisch programmiert sind. Moderne Verhaltensgenetiker sind der Meinung, dass das Ganze komplexer ist, weil beide Faktoren zusammenwirken. Und erst kürzlich hat ein kleiner Flusskrebs aus Deutschland gezeigt, wie wenig wir eigentlich wissen. Aber dazu später mehr. Doch zurück zu dem Mädchen, ihrem Vater und dem, was wir wissen. Weder der Vater noch die klügsten Wissenschaftler können sagen, was bei unserem siebenjährigen Mädchen zu bestimmten schulischen Leistungen führt. Über die Einflüsse von Genen und Umwelt auf bestimmte Bevölkerungsgruppen wissen wir jedoch einiges. Nehmen wir zum Beispiel eine Gruppe von 100 weißen amerikanischen Männern in ihren frühen 20ern. Sie werden vermutlich feststellen, dass im Durchschnitt ihr IQ bei 100 liegt, sie 178 cm groß sind und 10 von ihnen Rechtschreibschwierigkeiten haben. Wir können nun fragen, welches dieser drei Merkmale durch die Gene bestimmt wird. Alles, was vor der Empfängnis passiert, wird oft als Anlage bezeichnet. Und die Dinge ab der Schwangerschaft der Mütter werden als Umwelteinfluss bezeichnet. Um diese beiden Kräfte zu verstehen, müssen wir anerkennen, dass Umwelteinflüsse oft zufällig sind. Geschwister erleben ihr Zuhause sehr unterschiedlich. Und wir müssen erkennen, dass Gene komplex sind. Es gibt kein einzelnes Gen, das nur eine Sache bewirkt. Wir wissen daher nur wenig darüber, welches Merkmal eines Menschen das Ergebnis seiner genetischen Veranlagung und welches auf die Umwelt zurückzuführen ist. Wir wissen nur etwas über die Auswirkungen von Anlagen und Umwelteinflüssen auf die Merkmalsunterschiede in einer bestimmten Gruppe. Und um das zu verstehen, müssen wir Vererbbarkeit verstehen. Die Vererbbarkeit ist ein Faktor, der zwischen 1 und 0 liegt. 1 steht für genetische Einflüsse, 0 für Umweltfaktoren. Die Vererbbarkeit definiert den genetischen Einfluss auf Merkmalsunterschiede in einer bestimmten Population. Sie kann nicht bestimmen, inwieweit ein Merkmal eines bestimmten Individuums genetisch bedingt ist. Legasthenie zum Beispiel hat eine Vererbbarkeit, die näher bei 1 liegt. Das bedeutet, dass die Gene einen größeren Anteil an den Unterschieden in den Rechtschreibfehlern unserer Gruppe haben, als Schule, Familie oder zufällige Faktoren. Das bedeutet nicht, dass eine bestimmte Person mit Rechtschreibschwierigkeiten diese genetisch bedingt hat. Manche haben einfach nicht viel Unterstützung bekommen, als sie jung war. Wie komplex die Wechselwirkung zwischen Genen und Umwelt wirklich ist, wird deutlich, wenn wir etwas so scheinbar Einfaches wie IQ und Größe betrachten. Betrachten wir zunächst die Körpergröße. Eine Gruppe von 100 weißen männlichen amerikanischen Studenten ist im Durchschnitt 178 cm groß. Ihre Vererbbarkeit für die Körpergröße liegt bei etwa 0,8. Wenn nun einige Männer in dieser Gruppe 183 cm groß sind, dann kann man aufgrund der Erblichkeit davon ausgehen, dass im Durchschnitt 80% dieses Unterschieds auf genetische Varianten und 20% auf den Lebensstil zurückzuführen sind. Wenn dieselbe Gruppe von Menschen in einer Region aufgewachsen ist, in der systematische Dürren herrschten und sie nie genug zu essen hatten, ist ihr Potenzial für eine durchschnittliche Körpergröße von 178 cm weit davon entfernt, jemals erreicht zu werden. Die Erblichkeit für die Körpergröße könnte nun von 0,8 auf 0,5 sinken. Natur- und Umwelteinflüsse sind nun gleichermaßen für die Unterschiede in der Gruppe verantwortlich. Das bedeutet, dass sich die Vererbbarkeit ändert. Wenn wir eine gut ernährte Bevölkerung auf der einen Seite und eine unterernährte Gruppe auf der anderen Seite haben, dann ändert sich der Einfluss der Ernährung auf die Unterschiede in der Körpergröße von 20% auf 50%. Mit anderen Worten, die Ernährung spielt eine große Rolle,
bis wir einen Punkt erreichen, an dem sie nicht mehr so entscheidend ist. Und wie steht es mit der Intelligenz? Die Vererbbarkeit des IQ liegt bei Menschen in ihren 20ern bei etwa 0,6 und nimmt mit fortschreitendem Alter zu. Der durchschnittliche IQ in unserer Gruppe liegt bei etwa 100. Einige haben jedoch einen IQ von 110. Die Gene sind also für 60% des Unterschieds verantwortlich, während zufällige Faktoren und die Umwelt für etwa 40% verantwortlich sind. Mit anderen Worten, bei Menschen mit einem IQ von 110 sind im Durchschnitt 6 der zusätzlichen 10 Punkte auf die Natur und 4 Punkte auf die Umwelt zurückzuführen. Selbst wenn die Veranlagung eine große Rolle spielt, heißt das noch lange nicht, dass Lehrer oder Eltern keinen Einfluss hatten. Im Gegensatz zur Körpergröße, die wir durch Ernährung steigern können, wissen wir beim IQ nicht viel darüber, wie man ihn verbessern kann. Zufällige Faktoren scheinen eine große Rolle zu spielen. Wie zufällig das Umfeld ist, wird deutlich, wenn wir zwei Kinder betrachten, die in dieselbe Familie hineingeboren werden. Beide wachsen in der gleichen Umgebung auf, aber die Erstgeborenen sind im Durchschnitt intelligenter als ihre jüngeren Geschwister. Und wenn eines von zwei Geschwistern adoptiert wurde, würden die beiden während ihrer Erziehung eine gewisse Korrelation im IQ aufweisen, aber als Erwachsene wären sie sich in ihrer Intelligenz kaum ähnlicher als völlig Fremde. Es scheint, dass die Eltern einen sehr begrenzten Einfluss auf den IQ eines Kindes haben. Und was ist nun mit dem Flusskrebs? Im Jahr 1995 machten deutsche Wissenschaftler eine merkwürdige Beobachtung. Der kleine weibliche Krebs war mutiert und ungeschlechtlich geworden. Er war in der Lage, Klone von sich selbst zu erzeugen. Da jeder Klon genau den gleichen genetischen Bauplan hatte, starteten die Wissenschaftler ein Experiment für den ultimativen Test. Hunderte dieser kleinen identischen Geschöpfe wurden in dieselbe Umgebung gesetzt. Dasselbe Wasser, dieselbe Temperatur, dieselbe Menge an Nahrung. Obwohl die Wissenschaftler versuchten, all diese Variablen zu kontrollieren, geschah das Undenkbare. Einige Krebse blieben winzig, andere wurden groß. Einige starben, andere lebten weiter und weiter. Und während einige gesellig wurden, genossen andere die Einsamkeit. Warum denkst du, ist das passiert? Ist es die Natur, die Erziehung oder ein komplexes Zusammenspiel von beidem, mit einigen zufälligen Variationen im replizierten genetischen Code? Um dieses Video ohne Hintergrundmusik herunterzuladen und um mehr über das Thema zu erfahren, besuche sproutschools.com.